meine Reise. The world's first professional superhero. In der wundervollen Eifel, bei der schönen Bitburger, gibt's einen Freizeitpark mit mäßigen Attraktionen, aber schönen Wildtieren und grünen Bäumen. Es ist eine wahre Freude. Meine persönlichen Top 5 Attraktionen im Eifelpark. Platz Nummer 5. Also das finde ich mal nicht schlecht. Das Rundfahrgeschäft Seeräubers Kanonenritt. Das ist ein Ding. Boah, wie schräg ich bin, Alter. Das Fahrgeschäft ist in Deutschland einzigartig, daher definitiv ein Pflichtprogramm. Ist wirklich ganz cool. Mit 30 km/h Spitze kommen die Thrill-Junkies nicht auf ihre Kosten, dafür die kleinen Pisser. Der Drehradius ist nicht zu heftig. Die Neigung ist ziemlich geil. Mal was anderes, ich feier's. Alter. Mein Platz Nummer 5. Nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Fränkischer Nordeifelspaß, 45%. Im Eifelwald gibt's schöne Wutze und auch wilde Frauen. Platz Nummer 4 wird noch piratischer. Arr, meine schlechten Schauspieler. Arr, wir sind hier im Eifelwald in Gondor. Aha. Captain Jacks Wilde Maus. Eine gute gediegene Wilde Maus. Die Achterbahn ist eine Standard-Wilde Maus mit Piratenthematisierung. Peace, Maus. Die Kurve tue mehr weh als ein Bandscheibe-Vorfall. So ist es. Oh je. Ah. Das gibt blaue Flecken. So ist es. Oh. Im Großen und Ganzen wird man nicht überrascht und bekommt die wilde Maus. So ist es. Bis auf die Bremse, die überrascht mehr als die wilden Gänse. Oh! Was war das für eine Bremse? Was war das für eine Todesbremse? Für Hartgesottene definitiv empfehlenswert. So eine Bremsung habe ich also selten erlebt, Alter. Fränkischer Nordeifelspaß, 60%. Was ist mit dir los? Was will man denn hier? Eifelpark! Platz Nummer 3, die Wildwasserbahn Pirateninsel. Willkommen in der Karibik, Schatz. Die transportable Attraktion war früher auf dem Volksfest. Ja, ist eine schöne Kirmes-Wasserbahn, wie man sie kennt. Die Thematisierung ist okay. Die Gesichter, die Piratengesichter, hat ein bisschen was von Jack Sparrow. Ist aber kein Disney-Niveau. Das ist das große, geheimnisvolle Abenteuer des berüchtigten Jack Sparrow. So ist es. Die letzte Abfahrt ist gefühlt. Bestimmt 15 Meter, 17 Meter. Und exakt 14 Meter. Der Nässegrad ist noch befriedigend. Meine Güte! Der fränkische Nordeifelspaß ist bei 68%. Das ist eine Flasche voll Dreck. Hier bist du wild und bärenstark. Komm mit in den Eifelpark. Platz Nummer 2. Der 80 Meter hohe Freifallturm Graviator. Oder wie die Eifler sagen würden, der Graviator. Der Funtime Freefall Tower ist nicht so heftig, wie es scheint. Dafür ist die Aussicht monumental. Wunderschön. Die Thematisierung ist leider noch nicht da und sieht aus wie ein übergroßer Kirmes-Dildo. Oh, leck mich am Bollermann. Ich würde das Ding ja als Eifelbaum thematisieren. Die Adrenalin-Furzköpfe haben aber endlich einen Grund, in den Eifelpark zu gehen. Also fränkische Nordeifelspaß liegt bei 68%. Fränkisch. Das ist der Moment, wenn dein Herz plötzlich schneller schlägt. Der Augenblick. Jetzt kommt der Eifelflair echt mal richtig in Schwung. So ein alpine Coaster hat schon was Schönes. Blätzel Nummer 1, der Eifelcoaster. Breite Schienen. In den Philippinen. Das Ding hatte wundervoll die Aussicht. Ja, schöne Aussicht. Die Spitzegeschwindigkeit beträgt 40 km/h, aber nur, wenn man nicht bremst. Also im Alpine Coaster darf man natürlich nicht bremsen. Die Strecke ist fast 1 Kilometer lang. Du hilfst uns auch kein Gott. Oh Gott, okay. Die einzige Bahn, die voll in den Park passt. Ein wunderschöner, flauschiger Alpine Coaster. Fränkisch und Nordeifelspaß, 72%. Oi. Das Pirate-Theming feier ich voll nicht, muss ich sagen. Aber ansonsten ist der Park nicht schlecht. Der Starflyer und der Breakdance habe ich nicht draufgelistet. Die sind nur zu Besuch. Das war's jetzt, mein Kollege vom Eifelgehege. Und wenn euch die Franke auch auf den Sack gehe, dann abonniere, nicht vergesse. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Merci. Thank you. Also, bis bald. Aloha, Bertrand. See you soon.